Sie sind hier, 16. September 2018, 20.42 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die Füchse Berlin stehen als erste Mannschaft im Viertelfinale des DHB-Pokals. Urheberrecht Getty Images. Als erste Mannschaft ziehen die Füchse Berlin ins Viertelfinale des DHB-Pokals ein. Aufgrund der Vereins-WM wurde die Partie gegen GWD Minden vorgezogen. Die Füchse Berlin haben als erster Verein das Viertelfinale im DHB-Pokal erreicht. Das Team von Trainer Velimir Petkovic gewann bei GWD Minden mit 31:26, 17:9. Erfolgreichster Werfer der Berliner war Frederik Schiemack mit 7 Toren, 6-mal traf er vom 7-Meter-Punkt. Für Minden erzielte Rückraumspieler Christopher Rambo 9 Treffer. Die restlichen Viertelfinalbegegnungen werden am 16. und 17. Oktober ausgespielt. Da die Füchse als EHF-Pokalsieger vom 16. bis 19. Oktober bei der Vereins-WM in Doha dabei sind, wurde die Partie in Minden vorgezogen. Service, Spielplan, von Sportinformationsdienst.